皆さん、こんにちは。リナです。Als ich das letzte Mal hier in Deutschland war, habe ich mit der Mama ein Interview gemacht. Und weil das so gut angekommen ist bei allen und super interessant auch für mich war, habe ich mir gedacht, jetzt bist du dran. Okay. Und wir hören jetzt mal deine Seite der Story. Nachdem die Mama sonst immer alle ihre Meinungen und sowas sagt, dachte ich mir, ich gebe dir mal die Gelegenheit, ohne dass die Mama reinquatschen kann. Oh. Sie versucht schon ganz stark nicht reinzuquatschen. Also es geht heute darum, was du halt über Japan im Allgemeinen denkst und auch darüber, dass ich mich eben für Japan interessiere und dann nach Japan gezogen bin und einen Japaner geheiratet habe und all diese Sachen. Die erste Frage ist, was hast du denn gedacht, als ich gesagt habe, ich interessiere mich für Japan, ich will jetzt Japanisch lernen? Das war schon mal, naja, ein bisschen shocking, weil für mich war... Das gilt eigentlich auch für andere asiatische Sprachen und brotlose Kunst. Ach so. Weil ich bin ja Techniker. Ach so. Und dann, sag ich mal, hätte ich mir vielleicht mehr gewünscht, dass du dann auch in Richtung Technik vielleicht gehst. Anstatt jetzt Sprachen. Genau. Aber du sprichst doch auch, du hast auch Französisch und sowas gelernt. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest, Sprachen sind nichts wert, oder? Nein, nein, das ist es nicht. Ich habe ja... Also Englisch kann ich, sage ich mal, verhältnismäßig gut. Ja. Übe ich jetzt aber auch schon lang genug. Französisch kann ich nur notgedrungen, weil ich es halt mal irgendwann lernen musste. Habe die Hälfte auch wieder vergessen oder drei Viertel. Weil man es nicht benutzt. Aber nee, das war eigentlich überhaupt nicht der Punkt. Also man kann mit Sprachen auch viel anfangen. Aber ich hatte halt auch überhaupt keine Vorstellung, was man mit Japanisch überhaupt machen kann. Mhm. Du wolltest, dass ich mehr IT mache. Oder? Es hätte nicht unbedingt IT, du hättest auch, keine Ahnung, ein wirtschaftliches Fach nehmen können, sag ich mal. Naja, es war ja Wirtschaft und ja. Japan. Ja, genau. Dann habe ich ein Auslandsjahr gemacht und war ein Jahr lang weg. Hast du dir da irgendwie Gedanken, Sorgen oder sonst was gemacht, dass es so weit weg ist? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja in der Zeit groß geworden, wo man aus dem Haus ging und dann war man weg. Ach so, ja. Und das war bei mir eben auch der Fall. Ich bin von zu Hause ausgezogen, um nach München zu gehen zum Studieren. Und dann war ich weg. Wie alt warst du da? Da war ich schon älter, aber das ist ja nicht der Punkt. Okay, es gab Telefon, klar. Ja, früher war es nochmal was ganz anderes, glaube ich. Aber Telefon war damals auch noch verhältnismäßig teuer. Also selbst so ein kurzes Gespräch nach Hause hat 5 Mark gekostet und es waren 5 Mark zu viel. Ja, da kann man... Mittag und Abend davon essen. Fast, ja. Und von daher war dann die Kommunikation mit zu Hause auch sehr sporadisch. Mhm. Und das war ja zu der Zeit, als du weggegangen bist, schon ganz anders, weil es eben auch schon Verbindungssachen über WLAN gab. Skype und so, ja. Ja, und von daher war das natürlich auch viel günstiger und man konnte den Gegenüber dann ja auch noch sehen dazu. Also das war schon ein Vorteil und von daher war die Entfernung nicht ganz so schlimm. Was war denn so deine Vorstellung von Japan, bevor du das erste Mal nach Japan gekommen bist? Oh, da muss ich leider zugeben, dass ich über Japan nur sehr wenig wusste. Im Prinzip auch nur das, was man in der Schule durch die Geschichte sozusagen lernt, dass Japan eben mit Deutschland eben im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Das war es dann eigentlich schon fast. Okay, ich kann mich noch erinnern, als ich mal irgendein Praktikum gemacht habe in einer holzverarbeitenden Firma bei uns in Tauberbischofsheim, dass da auch etliche Gruppen japanischer Ingenieure eben da auch durch diese holzverarbeitende Maschinenfabrik gegangen sind, die sich alles haben zeigen lassen und dann gesagt haben, das können wir in Japan auch bauen und brauchen. Waren das die wenigen Berührpunkte, sag ich mal. Dann war ich ein Jahr im Ausland und ihr seid mich besuchen gekommen. Was hat dir denn gefallen oder was hat dich überrascht? Gefallen hat mir eigentlich alles. Was ich aber auch sagen muss, ist, wenn du nicht dort gewesen wärst, hätte ich wahrscheinlich auch nie einen Urlaub in Japan gemacht. Und das wäre schade gewesen. Genau, gibt ja viel zu sehen. Ja, von daher ist das Land schon sehr beeindruckend mit seiner gesamten Kultur. Und natürlich auch die Wirtschaftsleistung, die sie ja da in den 70er, 80er, 90er Jahren auf den Weg gebracht haben, das ist schon beeindruckend. Von deinem technischen Hintergrund auch da. Panasonic und Sony diese ganzen Sachen. Ja. Gell? Als wir dann dort waren, wie gesagt, und es hat mich irritiert. Irritiert. Wirklich irritiert hat, weil du guckst aus dem Zugfenster und denkst, irgendwas stimmt hier nicht.
Und dann war es eben der nicht vorhandene Schmutz im Bahngleis. Also da hast du keine Tüte oder einen Plastikbecherdeckel oder sonst irgendwas gesehen, sondern das war komplett eigentlich alles sauber. Das ist natürlich eher positiv zu sehen. Beeindruckend. Ja, klar, man kann das schon noch ein bisschen übertreiben, weil ich selbst nicht zu dieser Kategorie gehöre. Aber das finde ich schon krass. Gut, ja, also ich finde, es ist eine lobenswerte Eigenschaft, dass sie es einfach sagen, ich will meinen Bereich sauber haben. Ja, also es ist nicht nur ihr Bereich, das ist genau das. Es geht in Japan ja darum, dass du den Bereich von jedem sauber machen möchtest. Und deswegen, also wir zum Beispiel, wir schippen ja Schnee direkt vor unsere Haustür, weil das ist gesetzlich so vorgesehen, dass du den Bereich da sauber halten musst. Für die Japaner geht es darüber hinaus, dass es nicht nur der Bereich ist, der ihnen gehört quasi, sondern auch der Bereich, der quasi da in der Nähe ist, in ihrem Umfeld ist, der auch auf der öffentlichen Straße ist, der dann sauber gehalten wird und jeden Tag morgens gefegt wird. Wir in Deutschland, wir sagen, ja, das ist nicht unser Problem, das ist die Stadt muss das sauber machen. Ja. Und die Japaner sagen, nein, wenn jeder seinen kleinen Teil macht, dann ist es immer wunderschön. Ja. Und für alle ist es dann am schönsten. Ja, das ist wahrscheinlich einfach kulturell über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte so eingeprägt. Die Japaner lernen ja auch in der Grundschule. Die Schulen haben keine Reinigungsdienste. Mhm. Die Schüler putzen ihre Schulen. Mhm. Braucht ja nur vor die Tür gehen, wenn Müllabfuhr für die gelben Säcke ist. Mhm. Und dann gibt es halt Leute, die schmeißen halt eben nicht bloß die gelben Säcke da. Ach so. Möglicherweise hin. Ja, aber ich muss sagen, das ist in Japan auch nicht perfekt. Aha. Und also besonders Müllabfuhr haben die Japaner noch gar nicht so raus. Mhm. Weil die haben ein riesiges Problem mit Raben. Ah, und die okay, picken ja. die Müllsäcke auf und verteilen den Müll komplett auf der ganzen Straße. Weil die Japaner schmeißen ihre Sachen nicht wie wir in Mülltonnen, sondern das geht quasi an dem Tag, wo es weggeschmissen wird, kommt es auf die Straße. Da kommt dann vielleicht noch ein Netz drüber, damit es alles schön zusammenbleibt. Aber die Raben, die sind da etwas zu schlau dafür und sie zerflettern dann den Müll wie nur was. Also das könnte man alles regeln, indem man wie wir so ordentliche Mülltonnen hätte. Mhm. Oder besser, was hast du denn über Japaner gedacht, bevor du den Taka kennengelernt hast? Gar nichts, weil ich kannte ja keinen. Okay, also der Taka war so ziemlich der erste Japaner, den du kennengelernt hast. Nein, ich habe ja mal in Ungarn für Alpine gearbeitet, was ja eine japanische Firma ist. Da bin ich schon mit dem einen oder anderen Japaner zusammengekommen. Aber es war natürlich auch immer schwer, selbst die Ingenieure, sich mit denen zu unterhalten, weil das Englisch der Japaner ist noch schlechter als das Englisch der Franzosen. Ja, das stimmt. Also hatten die dann irgendwelche Dolmetscher oder wie lief das? Klar, es gab natürlich Leute, die vom Japanischen ins Ungarische übersetzt haben. Sehr hilfreich für dich. Ja. Und dann lief das halt eben Japanisch, Ungarisch, Englisch. Oder okay, und dann du nochmal im Kopf Deutsch. Ja, genau. Das waren alles nette Leute, kann man sich nicht beschweren. Aber so erwarte ich das ja auch im beruflichen Umfeld. Also professionell. Genau. Und hast du mit denen auch dann irgendwie direkt zusammengearbeitet oder waren es irgendwie Meetings oder in was für einem Umfeld hast du? Also vor allem in Meetings. Klar, wir sind natürlich an den Fabrikationsstätten auch gestanden und haben uns über technische Dinge unterhalten müssen. Wie gesagt, das hast du dann eben im Englischen gemacht. Aber da musst du ja auch nicht, sag ich mal, Dialoge aufbauen unbedingt, sondern da kannst du auch mit drei Wortsätzen Dinge nachfragen und auch wieder in drei Wortsätzen geantwortet kriegen. Also das da war keine Gelegenheit, wirklich so ins Gespräch zu kommen oder irgendwo privat irgendwas zu reden oder sowas. Nein, eigentlich fast nicht möglich. Aber du hast gesagt, sie haben sehr professionell gearbeitet. Ja. Also das war so dein erster Eindruck von Japanern. Ja, also auch bei den wenigen gemeinsamen Abendessen, die wir dann eben gemacht haben, weil der Chef dort es eben so organisiert hat. Mhm. Es war immer sehr lustig. Auch da hat sich eigentlich niemand daneben benommen. Das ist gut zu hören, weil die Japaner können ihren Alkohol ja nicht so gut vertragen. Ja, das ist richtig. Klar, das hat man dann auch gemerkt, aber da war immer alles top in Ordnung. Ja. Okay. Hat sich keiner daneben benommen. Keiner hatte eine Krawatte auf dem Kopf. Nein, die haben schon scheinbar gewusst, wie viel sie trinken können oder dürfen. Okay. Der Taka ist also so der erste Japaner, den du irgendwie privat kennengelernt hast. Genau, ja.
Jetzt ist er ja nicht da, also kannst du mal hier eine Runde ablästern. Nee, da was ist denn so deine Meinung dazu? Gibt es eigentlich nichts zum Ablästern. Die Tage, die wir miteinander so verbracht haben, die waren ja auch alle sehr harmonisch. Letztendlich stellt sich immer raus, wie nett oder wie unnett jemand ist, wenn man mal irgendwelche Probleme miteinander hat, die man dann irgendwie lösen muss. Ja, ich glaube, im Allgemeinen geht es den Japanern ja sehr darum, wirklich harmonisch zu sein. Also so solche Konfliktaufkommen und sowas ist in Japan, das wird alles irgendwie, das kommt nicht so wirklich raus. Selbst wenn irgendjemand irgendein Problem mit irgendjemandem hätte, schluckt man lieber runter und diskutiert es nicht aus. Nee, okay. Gar nicht. Aber das ist halt so die japanische Art. So im Allgemeinen, was ich von Taka bisher so gehört habe. Findet er euch auch sehr nett und ihm gefällt es auch hier sehr gut und er kommt immer wieder gerne her. Das ist ja schon mal und ich glaub, positiv. Das ist dann die Hauptsache. Also daran würde man es dann, glaube ich, merken. Das glaube ich auch. Ich glaube auch und ich hoffe auch, dass wir eben zu der Kategorie gehören, zu der man wieder hin kann, weil man eben auch nicht rumnerven oder irgendwelche komischen Sachen fordern. Wobei er ja von euch hier schon viel fordert, naja, mit Videos und Interviews. Und ist auch Spaß, also da mache ich schon auch mal mit. Ich muss es ja nicht täglich machen. So wie wir. Und ich mache das ja nur quasi einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wenn ihr halt mal da seid. Und von daher ist es auch für mich spaßig. Und für die Zuschauer ist es auch immer ganz spaßig, wirklich. Also mehr von euch zu sehen. Ich meine, ihr könnt ja die meisten Kommentare nicht lesen. Die sind immer sehr positiv und einfach sehr interessiert auch daran, was eure Meinung so ist zu Japan und zu Japanern und zu japanischem Essen, was wir euch eben so gezeigt haben. Und die wollen halt gerne einfach wissen, nicht nur meine Meinung, weil die sage ich ja immer, aber eben so ein bisschen mehr im Umfeld auch, was dann so eure Meinung ist oder so die Meinung allgemein von Deutschen und so. Also ihr seid jetzt repräsentativ. Ja, ich glaube nicht unbedingt, dass wir repräsentativ für Deutsche sind. Das glaube ich auch nicht. Was überhaupt Essen offen, und sowas. Offenheit für andere Kulturen angeht. Wir fahren ja gerne in Urlaub nach Thailand. Und das mag vielleicht auch daran liegen, dass Thailand ja in Anführungszeichen verrufen ist bezüglich Freundlichkeit und Offenheit. Ja. Gutes Essen. und von daher steht es vielleicht ein bisschen im Gegensatz zu Japan, wobei die Leute ja schon sehr freundlich sind. Aber anders. Aber halt sehr zurückgezogen. Ja. Und zurückhaltender. Würdest du Japan wieder besuchen wollen? Auf jeden Fall. Also mir gefällt das Land und mir gefallen die Leute und auch das Essen, also auch das, was ihr immer wieder in euren Blogs zeigt. Ah ja. Da würde ich jedes Mal gerne auch dabei sein. Sag ich mal, das sieht alles so gut aus und ich kenne ja viele Geschmacksrichtungen schon. Sag ich, das würde ich mir auch alles reinziehen. Das machen wir dann auf jeden Fall, wenn ihr irgendwann, hoffentlich nächstes Jahr oder so, nach Japan kommt. Da können wir dann eine lange Liste machen. Super. Wir schauen alle Videos nochmal an und dann könnt ihr sagen, ach, das wollen wir probieren und das wollen wir probieren und das wollen wir probieren. Ja. Und vielleicht auch von den ganzen Reiseblogs, die wir gemacht haben und das möchten wir besuchen und hier möchten wir hinfahren und da möchten wir hinfahren oder so. Und dann können wir eine Japan-Rundreise planen mit den besten Essen und den besten Orten zu besuchen. Ich meine, das letzte Mal wart ihr ja wirklich so ganz typisch. Tokio, genau. Kyoto, Osaka, ja. Hakone. Ja. Takayama, Nagoya. Das nächste Mal können wir ein bisschen mehr so abseits, was man mit dem Auto irgendwie erkunden kann. Ja, in die Wildnis, genau. Ja, genau, wandern können wir auch. Also, ich meine, kurze Wanderungen. Müssen keine 5 Stunden Wanderungen sein. Reichen 2. Ich drehe dann um, ihr könnt weiterlaufen. Nee, was mich zum Beispiel auch sehr beeindruckt hat, waren die großen Städte. Also, ich bin ja kein Stadtmensch. Aber es ist schon sehr beeindruckend, also welche Größe diese Städte eingenommen haben und dass die Sachen dann doch alle auch funktionieren. Egal welche die Infrastruktur. Züge. Egal welche Infrastruktur, ob das Züge, Autos, Telekommunikation, Wasser, Abwasser, Heizung, egal. Also besonders, dass die Züge in Japan einfach so problemlos und pünktlich und sauber und einfach so perfekt sind. Es ist unglaublich. Es ist so unverständlich für mich, dass es in Deutschland so gar nicht funktioniert. Ja. Und Deutschland immer noch ein Land ist, wo es eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern gut funktioniert. Also das ist der Unterschied zwischen Japan und dem Rest der Welt, wenn es um Zugverkehr geht, ist unglaublich. Ja, da muss man leider neidlos dahin gucken. Nein, neidvoll. Da muss man wirklich neidvoll dahin gucken.
und sagen, die haben es einfach drauf. Die haben es echt drauf. Also, danke für das wunderbare Interview, Papa. Ich glaube, da haben die Japaner jetzt sehr viel über dich gelernt. Kono douga ga tanoshikatta nara zehi iine botan oshite kudasai. Channel douroku mo yoroshiku onegai shimasu. Deva, mata tsugi no douga de aimashou ne. Bye bye. Ciao.